Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für die KW9. Wir haben jetzt Sonntagabend 16.36 Uhr, den 25. Februar. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader, ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video, lässt diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzung sind keinerlei Anlageempfehlung. So, ich beginne heute hier mit diesem Bild von Warren Buffett. Mir geht es nicht um diesen Artikel, mir geht es einfach nur darum, das ist ein 87-jähriger Mann mit sehr viel Erfahrung. Das ist das, was ich am Alter schätze. Erfahrung, das ist ein ganz wichtiger Schatz. Und man sollte immer, meiner Meinung nach, von älteren Menschen versuchen zu lernen. Aus ihren Erfahrungen heraus. Und da habe ich jetzt auch noch etwas anderes. Ich versuche gerade etwas zu machen, gerade über den Trick des Traders, da ich ja leidenschaftlich gerne schreibe. Ich wollte eigentlich nur hier den Trick des Traders erklären. Letztendlich ist jetzt momentan, kommt bald ja schon eine Kolumne zusammen, ein Buch über, weil einfach jetzt nur den Trick des Traders zu zeigen, das sind 1, 2, 3, 4 Folien, dann ist das Thema normal erledigt. Ich bin immer der Meinung, mich interessiert auch die Sache hinter dem Menschen, deshalb habe ich hierzu mal so viel geschrieben. Aus diesem Ding heraus nehme ich jetzt einmal eine Folie und die Folie Fehler. Und das ist das mit diesem Warren Buffett, wo ich hier jetzt eingangs gerade erwähnt habe, Erfahrung und Wissen, das ist ein unbezahlbarer Schatz. Und Fehler. Das mit den Fehlern nehme ich jetzt als Überleitung. Also das habe ich hier am Schluss von diesem Artikel, habe ich etwas geschrieben und dann habe ich jetzt diesen Fehler, nehme ich jetzt als Überleitung. Ich kann keinen vor den Fehlern der Börse bewahren. Muss ich aber auch dazu sagen, es geht hier immer nur um die Börse, was ich hier schreibe. Der Hintergedanke ist immer die Börse und Geld zu verdienen. Das ist ja immer diese Triebfeder. Deshalb sind wir hier an der Börse unterwegs, deshalb wollen wir handeln. Aber da gehört halt doch ein bisschen mehr dazu. Und das hier habe ich jetzt über die Fehler geschrieben. Ich kann davon sprechen, weil ich die Fehler genauso gemacht habe. Ich war bis 2013, habe ich für mich selbst gehandelt. Ich habe keinen Kontakt gehabt zu anderen Tradern. Das ging schon seit 1989 so bis 2013. Wirklich in meinem stillen Kämmerchen. Meine Trades gemacht, mein Handelsstil gehandelt, überwiegend Aktien und auch Vorhandel. Und hier komme ich jetzt auf den Fehler. Das mit den Fehlern nehme ich jetzt als Überleitung. Ich kann keinen vor den Fehlern der Börse bewahren. Ich kann euch keinen Rat geben. Das will ich auch nicht. Jeder ist seines eigenen Schmied. Die Fehler müsst ihr selbst machen. Ihr müsst sie spüren, immer und immer wieder. Ihr müsst immer wieder die gleichen Wunden öffnen, sie entzünden lassen. Ihr müsst schreien vor Schmerzen. Ihr müsst Enttäuschung spüren, erleben, Angst riechen. Ihr werdet aufstehen und euch sagen, das mache ich das nächste Mal nicht mehr. Und ich sage euch, so wahr ich hier schreibe, ihr macht den gleichen Fehler wieder. Und noch einmal, ihr zweifelt an euch. Ihr werdet aggressiv. Und erst wenn der Markt mit euch fertig ist, wenn er euch zu Tode gequält hat, wenn der Markt euch da hat, wo er euch will und nicht ihr den Markt dort, wo ihr ihn haben wollt, dann seid ihr frei und reif, ein erfolgreicher Trader zu werden, vorausgesetzt ihr habt bis dahin durchgehalten. Erst dann habt ihr Demut, erst dann akzeptiert ihr, erst dann seid ihr keine Besserwisser mehr, erst dann könnt ihr mit dem Markt gehen und auf vielseitige Weise Geld verdienen. Glaubt mir, der Profi versteht, was ich schreibe. Glaubt mir, der Anfänger weiß nicht, von was ich schreibe. Glaubt mir, der, der auf dem Weg zum Profi ist, kann in etwa schon verstehen, was ich meine, aber im Ansatz noch nicht verstehen, dass es ihm widerfahren wird. Deshalb Anfänger oder angehender Trader, du hast noch die Möglichkeit hier und jetzt zu gehen. Gehe der geregelten Arbeitszeit nach, spar dein Geld in ETFs, Fonds und mehr nicht, weil der Markt wird dich fressen und du wirst zu dir sagen, wie konnte ich nur? Ich habe dich hiermit gewarnt.
Das ist jetzt ein Teil aus dieser Folie raus, bitte diese Rechtschreibfehler nicht beachten. Der Lektor ging hier noch nicht rüber. Ich habe da immer einen Lektor, der muss mir mal alles korrigieren. Auch E-Mails, die ich verschicke, vorher gehen die hier nicht aus dem Haus raus. Also, das ist einfach über die Fehler. Da sind noch die Ängste mit drin. Das ganz wichtige Aspekt an der Börse und das spiegelt den Werdegang eines Traders gerade. Der Markt wird euch fressen. Wenn ihr hier an der Börse anfangt und hier groß einsteigen wollt, er wird euch fressen. Und lasst euch nicht von denen beirren, die euch irgendwas verkaufen wollen oder schnell diesen Hascheffekt machen wollen. Das ist alles Nonsens. Ihr müsst immer wissen, eine Ausbildung zu einem Handwerksgesellen dauert 3 Jahre. Dann ist er aber nur Geselle. Dann muss er noch 6 Jahre etwa in diesem Handwerksberuf arbeiten, damit er die Meisterfähigkeiten besitzt. Dann sind wir mal schon mal insgesamt bei 9 Jahren. Und wenn ihr das jetzt an euer Trading ansetzt, kann das sein, ihr braucht 3 Jahre, bis ihr mal euer Konto plus minus null handeln könnt. Und das sind nicht einfach nur Worte, das sind Tatsachen, weil es gibt diese 90-90-90-Regel und die ist Fakt. Und deshalb müsst diese 90-90-Regel sagt, dass 90% aller Trader 90% ihres Kapitals in 90 Tagen verlieren. Und das ist Fakt. Und das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen, wenn euch irgendeiner immer irgendwas erzählt. Und müsst ihr euch fragen, gehört er zu diesen 10%, die vielleicht einmal stabil handeln, dann gehört er aber immer noch nicht zu denen, die Geld verdienen an der Börse. Weil das sind dann irgendwo 5%. Und von diesen 5% können 2,5% eventuell profitabel Geld verdienen an der Börse und davon leben. Dazu gehören natürlich ganz andere Faktoren. Dazu gehört, dass man genügend Grundkapital hat. Wer heute ein Haus baut und seine Schulden abbezahlt, der wird sich schwer tun, auf dieses Level zu kommen, weil er eigentlich jeden Euro braucht, um seine Schulden abzubezahlen. Der eine oder andere hat geerbt, ganz groß, der geht an die Börse und sieht und fängt hier an, eventuell zu handeln, weil er hier eine Affinität hat und sieht dann, wie sein Vermögen schrumpft. Ich selbst kannte oder kenne jemanden, dem habe ich ein Haus abgekauft. Von dem Geld ist heute nichts mehr übrig. Es ist in der Börse versickert, was mir persönlich sehr leid tut. Ich denke da oft dran, warum habe ich dem eigentlich das Geld bezahlt für dieses Haus? Das sind solche Geschichten, die immer wieder passieren und die hier einfach an den Märkten Realität sind. Tägliche, traurige Realität. So, das einmal so in der Einleitung heute. Heute gehen wir nicht fundamental in den DAX ein. Wir schauen ihn nur charttechnisch an. Der DAX selber befindet sich aktuell in einer Range. Und da beginnen wir jetzt erstmal mit dem Linienchart. Linienchart technisch hier mit dem 1, 2, 3 Tief wäre man hier klassisch eingestiegen. Bereits hier aus diesem Tief heraus wäre hier jetzt noch schön im Markt den Stopp hier oben gesetzt bei etwa 12.385. Wir haben hier mittlerweile auch sogar schon eine Trendfortsetzung bekommen. Sollte hier am Montag der Start oberhalb der 12.487, kann man den Stopp hier gleich hierher ziehen auf die 12.459 und eventuell sogar die Position erhöhen und die weitere Trendfortsetzung handeln bis mindestens einmal an die 200-Tage-Linie. So mal die Einschätzung. Tendenziell hat sich von meiner Einschätzung vom Ausblick der KW8 überhaupt nichts verändert. Wir sind übergeordnet in einem bärischen Markt, also Abwärtstrend. Warum der Bär? Für die Neulingen an der Börse. Der Bär hat die Tatze und ein Bär, wenn er dich angreift oder auf dich zugeht, schlägt er immer mit der Tatze von oben runter. Das ist deshalb der Bär als Symbol an der Börse. Hier sind wir in einer korrektiven, bullischen Marktphase. Sie ist korrektiv, sie ist bullisch. Wie hoch die geht, schauen wir uns dann nachher im unteren Zeitebenen an. Und bullisch, warum? Der Stier, der Bulle, der dich angreift, der hat den Kopf immer unten und wenn er dich erwischt, schlägt er den Kopf nach oben. Also der Bulle schlägt immer mit den Hörnern, mit dem Kopf nach oben. Er will den Markt nach oben schlagen. Deshalb
Das nur für die Börsenneulinge oder die, wo es noch nicht gewusst haben. Deshalb auch der Bullenmarkt und der Bärenmarkt. Das steckt dahinter, hinter diesem Symbol. So, hier, wie gesagt, Trendfortsetzung kann hier mal gleich ab Montag gehandelt werden, wenn ein Ausbruch über die 12.491 stattfinden sollte. Und der Stopp wird hier dann hochgezogen. Wir gehen hier jetzt rein in den Wochenchart. Am Schluss des Videos schauen wir uns dann noch paar Aktien an, bei denen wir eingestiegen sind nach der 1, 2, 3 Regel. Hier gibt es ja mit dem einen oder anderen eventuell ja sogar Missverständnisse, die ich nicht teilen kann. Dieses 1, 2, 3, das hakt nicht. Da hakt es vielleicht eher am Verständnis, aber es ist eine Interpretationssache. Vielleicht habe ich das auch schlecht rübergebracht. Was haben wir denn hier? Also, hier haben wir im Wochenchart diese Abwärtsbewegung, aber noch keinen definierten Trend. Wir haben ja auch, was spricht für eine Abwärtsbewegung? Dieser Bruch der 12.745. Deshalb kann man hier auch auf Wochenchartbasis mal von einer Abwärtsbewegung sehen oder ansehen, aber nicht als Trend. Wichtig ist nach wie vor die Marke bei 11.871. Wir haben hier das Mindestziel jetzt erreicht mit dieser Wochenkerze, dass der Markt weiter abwärts fallen könnte. Wenn der Markt hier unter die 12.295 laufen sollte in der kommenden Woche, wäre dies ein Short-Signal, wo man eventuell einmal bis zum Doppelboden oder diesen Durchbruch dann handeln könnte. Würde der Markt aber in der kommenden, ja gut, das ist jetzt einmal hier, Wochenchart hier zweiter drauf einzugehen, ist müßig, weil passiert ja nur alle Woche mal was. Wir arbeiten unter der 38er mal, das ist negativ gesehen und immer noch, wir sind aus diesem Trendkanal herausgefallen. Auch das ist nach wie vor negativ zu sehen, übergeordnet. Der CCI ist im mega bärischen Bereich, auch das ist auf Wochenchartbasis negativ zu sehen. Gehen wir rein in den Tageschart, das hier ist der Xetra-Handel. Auch hier CCI im bärischen Bereich. Er ist kurz vorm Überschnappen in den bullischen Bereich, aber es läuft zu sehr seitwärts. Das ist alles nur Störfeuer, es kommt keine Dynamik zur Oberseite hin. Wir sehen hier ein klassisches, nicht klassisches, ich von den Kerzenkombi, oh, Joey Ross sagt, drei Kerzen sind immer gut, drei Kerzen aufwärts, drei Kerzen abwärts und dann die Aufwärtsbewegung hier war alles in drei Kerzen schon fertig mit der vierten Kerze. Die 1, die 2 mit dieser Kerze, die hat gleichzeitig die 3 gemacht und hier war der Long Trigger mit dieser Kerze, wo man dann hätte Long einsteigen können. Für die, wo es gemacht haben, die sind noch schön im Markt, weil der Stopp ist ja im ersten Moment hier unten. Wir stehen hier kurz vor einem eventuellen Ausbruch. Die nächsten Widerstände zur Oberseite hin sind die 200-Tage-Linie bei 12.643, dann die 38. Also hier ist ein Bollwerk im Weg. Können wir diese Ellipse mal hier rüberziehen? Dieser Bereich, also noch einmal, beginnend bei 12.611 bis 12.756 ist ein Bollwerk, hier muss er durchlaufen, das wird schwer. Das sehe ich dann zur Unterseite hin nach wie vor den Weg leichter, dass er das doch wieder recht relativ schnell nach unten abgeben könnte. Gehen wir rein in den Xetra-Stundenchart. Auch hier sieht man diese Range auf Stundenbasis besser. Wir sind hier genau jetzt auf der Oberseite. Wird er hier jetzt abgewiesen? Keine Ahnung. Wir haben hier dieses alte Allzeithoch von 2015, wo jetzt doch ein paar Mal als Unterstützung hergehalten hat und auch hier mal als Widerstand. Oberhalb der 38er, unterhalb der 200-Stunden-Linie. Er ist hier irgendwo eingekellt auf Stundenchartbasis und auch hier gilt 12.000. 614 als größerer Widerstand und hier haben wir ein Bollwerk an Unterstützung. Das muss man sehen, wie er sich hier denn auflöst. Ich für meinen Teil habe noch den Plan hier zur Oberseite hin. Wir haben hier Kaufsignale bekommen, sind hier im bullischen Bereich und wieder kurz davor in den mega bullischen Bereich reinzulaufen, was dann doch diese Dynamik entfalten könnte bis in den Bereich von 12.614.
So, die üblichen Verdächtigen lassen wir weg. VDAX ist tief. Euro-US-Dollar analysiere ich heute nicht. Hat noch eine Abwärtsstruktur drin. Das Gold auch eine leichte Abwärtsstruktur. Das WTI-Öl ist gestiegen durch die geringeren Lagerbestände, wieder die überraschend wenigen geringen Lagerbestände in den USA. Da ist immer alles überraschend bei denen. Und dann kommen wir hier in den DAX, die Range oder diese Bewegung. Wir hatten hier ja diese doch sehr schnelle Abwärtsbewegung. Der Markt hat sich hier dann ausgependelt noch in derselben Woche. Seine Handelsspanne wird jetzt von Woche zu Woche enger. Es ist nur die Frage, ich ziehe da immer als Beispiel hin, hier wird das Matchbox, hier hat sich das Matchbox-Auto ausgefahren, die Feder sich völlig entspannt. Seit der KW7 wird hier das Matchbox-Auto die Feder wieder gespannt, der Markt verengt sich. Und hier ist dann irgendwo die Frage, wann und wie stark explodiert es hier aus diesem sich verengenden Range-Bereich raus zur Oberseite oder zur Unterseite, übergeordnet zur Ab-Unterseite. Untergeordnet ist es noch eine Korrektur, korrektiv. Da könnte es auch kurz einen Schuss nach oben geben und dann hier nach unten abfallen, so mal meine. Also meine stärkere Einschätzung, also das, was ich jetzt mehr annehme, dass wir eher nach oben gehen. Und da gehen wir jetzt rein, noch schnell die Lang- und Schwarzindikation. Auch hier sehen wir, wir haben ein paar Schlusskurs, 22 Uhr, diese Range hier verlassen zur Oberseite hin. Und auch hier gilt 12.000, diese 12.610. Von oben kommt hier die 38er EMA. So, jetzt hat es mir hier die 200-Tage-Linie rausgeschmissen. Machen wir sie schnell rein. Was habe ich jetzt angeklickt? Das muss ich da anklicken. 200. MA 50 jetzt da hier. Sorry, das war jetzt aus Versehen das Bollinger Band. So, das ist die Linie und die machen wir natürlich wie immer gelb. So, wir arbeiten hier auch unter der 200-Tage-Linie logischerweise. Also hier haben wir die ersten größeren Widerstände. Das ist dann hier ein Bollwerk. Auch hier gilt Lang- und Schwarz-Indikation Future. Er wird hier schwer durchkommen. Mal schauen, ob er hier dann nach unten abgewiesen wird. Das hier einmal zu der Geschichte und jetzt gehen wir rein in die Prognose. Die letzte Prognose vom Wochenchart war ja, ich habe hier ein bisschen gezeichnet, war ja, dass er Variante A ist nach wie vor hier dieser blaue Weg zur Oberseite. Das war so die letzte Prognose, Stand KW8 Sonntag. Der bleibe ich treu. Nur war nicht klar, wie er diesen Weg hier oben macht. Für mich ist diese Seitwärtsbewegung, es ist eine Range, klar kann man hier Oberseite hier shorten, auf der Unterseite long gehen oder den Bruch short handeln, da hätte man jetzt hier Pech gehabt. Für mich ist solche Seitwärtsrange klar schön, beobachte ich sie. Ich hatte auch jeden Tag ein Video gemacht, ich habe es nur nicht veröffentlicht. Gerade eines hat es bis ins YouTube reingeschafft, aber ich habe einfach nicht den Button veröffentlichen gedrückt. Die anderen habe ich nur aufgenommen und in meinem Videotagebuch abgelegt, ohne hier sie zu veröffentlichen. Man möge es mir verzeihen. Aber so Seitwärtsrange, was will ich da groß erzählen? Jetzt wird es interessant. Wir haben hier zur Oberseite hin diesen Ausbruch jetzt gemacht, im hier Lang- und Schwarz-Indikation. Aber wie gesagt, in so einer Range, da kann alles richtig sein oder auch alles falsch sein. Ich wohne in der Nähe vom Bodensee und das ist dann für mich wie die Suche nach dem Artemi oder dem Urzeitkrebschen im Bodensee. Und das kann sehr lange dauern. Auch diese Range, das kann jetzt hier einfach nur ein kleiner Fingerzeig zur Oberseite hin sein. Ich rede hier nicht von Fehlausbruch. Das ist ein Wort, das ich nicht gerne benutze an der Börse. Es gibt keine Fehlausbrüche nach meiner Meinung. Das ist hier jetzt ein Ausbruch. Und wenn der nicht weiterläuft, keine Anschlusskäufer kommen bei diesem Ausbruch, dann geht der Markt halt wieder zurück. Aber das ist Bestandteil der Börse, diese Bewegung. Wir haben auch da unten meiner Meinung nach keinen Fehlausbruch zur Unterseite bekommen. Das ist, wie gesagt, ein Wort, das ich nicht gerne verwende. Das war jetzt hier einfach eine Bewegung
zur Unterseite aus dieser Range heraus. Es kamen keine Verkäufer nach und deshalb ist der Markt dann wieder gestiegen und zur Oberseite hin gilt jetzt natürlich das Kleine. Ich mache jetzt gleich, bevor ich es vergesse, noch den Minutenchart auf. Und da zeige ich euch was. Was eventuell das Tief oder was für mich so klar war, dass das das Tief in der Woche ist. Diese Bewegung am 22. Wir gehen zurück, 22. quasi am Donnerstag. Donnerstag hatten wir was ganz Heftiges, einen Sell-off am Tief. Das war das klare Indiz und immer wenn wir solche Sell-offs hatten, war das einmal beständig, die haben dann gehalten, die kann man sehr gut hernehmen als Long-Einstiege. Wir hatten hier die Eröffnung am 22. um 9 Uhr, Xetra Handel arbeiten hier unter der 38er EMA. Wir hatten hier die erste Abwärtsbewegung. So, zu diesem Zeitpunkt war aber noch kein 1, 2, 3 Tief entstanden. Deshalb auch kein Trade-Einstieg. Hier, das war diese Abwärtskerze. Hier hatten wir dieses erste hohe Volumen, quasi ein Sell-off fast dran an die 2000 Kontrakte in der Minute. Das ist sehr viel Holz, Leute. Da geht richtig Schotter über den Tisch. Ich glaube, dieses Geld würde uns sehr lange reichen zum Leben, wenn das in uns auf unser Bankkonto fließen würde. Wir hatten dann so, und dann kam dieser Sell-off und hier in diesem Moment beobachte ich die Märkte ganz genau. Wir hatten hier dieses Tief, die 1. Hier hatten wir die definierte 2. Aber es erschien nie eine 3. Nie. Zu keinem Zeitpunkt ging man hier long. Wenn man diese Marktphasen oft beobachtet, weiß man und kann sich vorstellen, hier könnte jetzt noch einmal was kommen. Das kam auch wieder ein Sell-off, ein zweiter mit über 1000 Kontrakten. Am 22. um 10:01 Uhr, dann war hier das Tief, quasi eine neue 1. Und hier dieses Volumen. Ich bin hier Volumentrader und auch dann Momentumtrader. Da tue ich dann ganz schnell rumschwenken oder das ist 1 in 1. So, wir hatten hier dann im Minutenchart, das wird auch in dieser Folie, wenn ich die dann einmal fertig habe, klar deutlich, dass man diese 1, 2, 3 auch handeln kann bis runter in den Sekundenchart. Dann haben wir hier die 1. So. Hier haben wir die 2. Die 2 wurde definiert durch das Unterschreiten dieser Inside-Kerze mit dieser Kerze. Und hier hatten wir die 3. Und so habe ich das Ding hier auch gehandelt. Hatten wir hier die 3 und mit dieser Kerze ist man dann hier an diesem Hoch Long eingestiegen nach einem 1, 2, 3. Das ist nicht lehrbuchmäßig, weiß ich für die Kritiker. Joey Ross schreibt hier die und dann am liebsten noch 3 rote Kerzen nach unten und dann hier unten nach mit Trick des Traders einsteige. Mir reicht das hier schon, weil ich es einfach schon jahrelang beobachte, diese Formation und hier einfach konsequent, wenn es nicht funktioniert, habe ich ja hier meinen Stopp und dann haut es mir halt diese 1, 2, 3 oder 10 CFDs raus oder meine 100 oder 200 oder 500 oder 1000 Zertifikate raus. Das spielt dann keine Rolle. Der klassische Trader steigt erst hier oben ein bei Bruch mit dieser Kerze. Da war jetzt die Spanne nicht so groß, weil es doch sehr eng ist. Aber rein, und das ist ja eines dieser Regelwerke, das schreibe ich auch in diesen Folien. Das ist ja eines dieser Regelwerke. Volumen brauche ich im Markt, um sagen zu können, okay, da war jetzt irgendwas, das könnte das Tief gewesen sein. Immer das könnte, immer die Annahme, es könnte, es muss nicht. Und wenn ihr immer noch an der Börse unterwegs seid und dieses Wort müssen benutzt, dann sage ich euch heute jetzt hier schon eines hoch und heilig, der Markt wird euch fressen und der Markt wird euch nackig ausspucken. Das macht der Markt definitiv. An der Börse gibt es kein Muss. Es könnte. Und das ist diese gewisse Demut, die man einfach vom Markt haben muss. Und diese Demut zeichnet sich bei mir aus, dass ich hier einfach meinen Stopp hinsetze. Fertig aus. Und da gibt es dann keine Diskussion mehr. Kommt nochmal ein Sell-off oder irgendwas. Und dann war ja hier dieses Tief. Und das sehe ich sehr bullisch.
Hier haben die Marktteilnehmer ganz klar ein Signal gesetzt. Das hatten wir schon mal weiter vorne an einem anderen Tief, das bis heute Bestand hat, dieses Tief, durch solch ein auftretendes Volumen. Da waren wir sogar bei über 2000 Kontrakten in der Minute. Und seit dieser Bewegung hier raus sind wir ja 12.308, mittlerweile schon wieder rund 180 Punkte gestiegen. Und da gehen wir jetzt wieder rein in diese Range. Also das war dann hier dieses Tief am 22. Stopp oder hier, jetzt muss ich gerade sagen, hier war das Tief, 22. Wir hatten hier ja und hier ja auch schon dieses Phänomen. Gell? Und seitdem sind die Märkte nicht mehr unter diese Tiefs runtergegangen. Und jetzt hat man es hier in diesem Fall, in diesem Bereich. Also ist das ein ganz wichtiger Bereich für mich. Und den ich eigentlich jetzt hier so anlegen sollte, dass ich das weiß, dass hier was war, dann kann ich nachschauen. Also wir sind hier jetzt per Schlusskurs 22 Uhr. Xetra-Handel sind wir hier noch drinnen in der Range. Hier sind wir außerhalb der Range. Das ist hier in dieser Marktphase bullisch zu sehen. Die Tendenz ist nach oben gerichtet. Hier arbeitet der DAX oberhalb der 200-Stunden-EMA. Der 38er EMA oberhalb des Allzeithochs ist aus dieser Range ausgebrochen zur Oberseite hin. Ich habe hier schon im Laufe der Woche meine Dinger hier so hingemacht. So, jetzt ziehe ich das hier rüber. Der Markt hat eigentlich hier nach diesem Future, so wie ich ihn zeige, jetzt einfach das Potenzial. Und da bleibe ich jetzt auch dabei in der KW9 verstärkt. Diesen Zielbereich im Maximum. Versteht ihr? Wir haben im Xetra gesehen, dass hier einige Widerstände noch sind bei 12.612. Das ist hier dieser Bereich. Da muss man denn aufpassen, gerade auch hier 12.644. Ich ziehe das einmal ein bisschen höher, so. Vielleicht läuft er auch so in etwa. In der kommenden, machen wir das ein bisschen gröber gezogen, so. Dann haben wir hier der 28. Wann hörten die Woche auf? Am 2. Das ist dann hier. Ziehen wir das einfach nochmal ein bisschen weiter rüber. So. Und das können wir auch noch ein bisschen abflachen, weil das ist meine Haupttendenz. Und immer noch übergeordnet, ganz klar. Jeder dieser Punkte, und davon weiche ich nicht ab von dieser Meinung, jeder dieser Punkte, auch dieser Ausbruch hier jetzt, und es könnten keine Anschlusskäufer kommen, kann bewirken, dass der Markt noch einmal richtig nach unten in die Tiefe geschickt wird. Andererseits bestärkt mich solche Kaufe, solche hohe Volumen in solchen Bereichen hier, hier und hier, dass die großen Marktteilnehmer eigentlich nur solche Rücksetzer nutzen, um hier in die Märkte einzusteigen, weil eventuell hat Ihnen diese Korrektur gereicht, aber das ist nur eine Vermutung, das ist nur eine Annahme, weil wenn man den VDAX ansieht, ist hier bei dieser Abwärtsbewegung sprunghaft die Volatilität in den Markt gekommen und sie ist jetzt noch schneller wieder aus dem Markt rausgegangen, obwohl der DAX sich eigentlich nicht wesentlich zur Oberseite hin erholt hat. Trotz alledem ging die Volatilität raus, der VDAX, auch der VIX in den USA ging runter. Wieder in die Normalität, wieder das Volumen raus. Das sehe ich ja alles als positiv und ich sehe meine Kernaussage, die Tendenz in der kommenden Woche eher wiederum seitwärts leicht steigende Kurse. Es könnte dann schon irgendwann einmal, wenn diese Widerstände hier rausgenommen wurden, zur Oberseite hin, sehr schnell Dynamik entstehen. Das jetzt einmal hier soweit zum DAX. Wir schauen uns noch die Aktien an, die wir letzte Woche, vorletzte Woche schon die Trades eingegangen sind teilweise. Die machen wir jetzt hier im Schnelldurchflug, wenn diese Seite hier geladen hat. Wir haben hier oben ja die RWE, die haben wir hier ja in einem klassischen, schönen, für mich schönen 1, 2, 3 Muster. Einstieg gemacht, 1, hier die 2, hier war die 3, hier war dann auch der Long Trigger, ist man hier eingestiegen. Und hier ist ja, wir haben diese Aktie ja schon sehr lange beobachtet, schon hier runterkommend und dann
einfach die Geduld haben, was viele Marktteilnehmer nicht haben, um hier den Markt long einzusteigen. Im Zertifikat schaut es dann so aus. Hier war die 1, hier war die 2, hier war die 3. Das war dann hier der Einstieg, der Long Trigger. Das hier ist die Long Trigger Marke, unumgänglich. Kann man in jedem Lehrbuch von Joey Ross nachlesen und auch in den Videos von Karin Roller, die das jetzt auch. Ich habe das nicht, also ich habe das Video schon früher mal gesehen, jetzt wurde es mir wieder in Erinnerung gebracht. Hier der Einstieg, hier der Teilverkauf mit 90 Euro, die Position ist auf dem Weg zu 17 Euro, also hier habe ich den Aktienkurs eingetragen, 16,22,50, weil das ist gerade, habe ich für diese Folien jetzt ein bisschen vorbereitet. Das wird aber, da werde ich dann aber dann drauf eingehen, wenn ich diese Folien veröffentliche. Dann haben wir hier die Stabilus stellt also Hydraulikzylinder, Luftzylinder her wenn ihr mal eine Motorhaube öffnet am Auto, wenn ihr den Kofferraum öffnet am Auto, sind diese Gaszylinder drin. Hier war die 1, die 2, die 3 nicht sehr sauber, da habe ich ja damals gesagt, die gefällt mir gar nicht. Aktientechnisch wäre hier der Stopp gewesen, wurde aber im Zertifikat nicht abgeholt. Wir sind hier im Markt drinnen. Ihr seht, der Stopp wurde hier nirgends abgeholt. Hier ist diese 1,12. Ich bin immer 1 Cent, 2 Cent runter. 1,12 eingegeben als Stopp. Die wurde nie berührt, zu keinem Zeitpunkt. Wir sind hier, ich sage jetzt einfach mal, plus minus 0. Und haben hier teilweise schon Positionen verkauft bei 85 Euro. Gehen wir rein in die Wirecard, die läuft, ist eigentlich sehr gut gelaufen. Wir haben hier auch klassisch dieses 1, 2, 3. Hier war die Long Trigger Marke. Zertifikattechnisch schaut es so aus. Wir haben hier die 1, die 2, die 3. Sorry, das Zertifikat sieht anders aus wie die Aktie, muss ich dazu sagen. Hier war der Einstieg dann bei 1,81 Teilposition verkauft bei den 2,17 mit 97 Euro Gewinn und jetzt warten wir hier auf das Finale 2,55,80. Auch diese Aktie ist noch im Rennen, läuft noch. Wir haben hier die SAP, die wurde hier darauf aufmerksam gemacht von einem Kollegen, der mir das hier gezeigt hat. Auch ein schönes 1,2,3 Tief, 1,2,3. Hier war der Long-Einstieg. Wir sind hier im Pluskonten, aber wenn man das Zertifikat aktuell anschaut, war noch nicht in der Lage, hier Teilpositionen verkaufen. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche zumindest einmal die Hälfte rauszunehmen, was ja dann sehr gut wäre. Deshalb wurde die hier jetzt auch noch nicht weitergeschrieben. Da heißt es abwarten. Dann haben wir hier die Südzucker. Mir springt das Ding immer auf 4-Stunden-Chart runter. Ich kann das nicht besser speichern. Auch hier wäre man am Freitag long eingestiegen. Ich bin nicht long eingestiegen in diese Aktie. Keine Lust gehabt. Definitiv. Ich habe es gesehen. Ich habe dem Ding zugeschaut. Bin nicht eingestiegen. Die Kriterien sind auch alle da. Wir hatten hier ein Abwärtsbewegen, Volumen drin. Dann kam hier der Nachbrenner. Noch einmal Volumen hier drin. Dann heißt es einfach warten. Wir haben hier noch einmal ein Tief gemacht. Es bestand hier zu keinem Zeitpunkt Bedarf einzusteigen. Wir hatten hier ein Tief, die 1, hier die 2, hier die 3. Mit der Freitagskerze hätte man, ich kann das immer noch machen, das ist ja noch nicht sehr weit gelaufen, diese Aktie hier wäre der Long Trigger gewesen. Gott, Schlusskurs war jetzt nicht darüber, aber bei 14,96 wäre der Long Trigger gewesen für Freitag. Der Stopp dann hier unten bei 14,72. Das Zertifikat liegt auch schon da. Also da wäre hier der Long Trigger gewesen bei 1,78. Kann ich mir immer noch am Montagmorgen gleich in der Früh mal die Aktie anschauen, wie die in den Markt reinkommt ab 9 Uhr und handeln. Dann haben wir hier die Technotrans. Die Technotrans beobachte ich ja auch, nur ich will sie nicht handeln, weil ich mir hier schon die Finger verbrannt habe. Das war eines der Verlustgeschäfte, wo ich mal ausgestoppt worden bin, ohne Teilgewinne nehmen zu können. Die Technotrans hat auch hier, sie hat kein schönes Muster. Also das muss ich euch auch noch mal sagen.
Ich schaue mir eine Aktie mal in der Vergangenheit an und sehe, okay, die hat hier schon einigermaßen akzeptables Muster gemacht. Ein Tief, also quasi eine 1, eine 2, hier die 3 und dann hier mit dieser Kerze der Long-Einstieg und schönes Momentum zur Oberseite, Korrektur. Und auch hier hätte man dann wieder weiterhin einsteigen können. Momentum zur Oberseite, man wäre nie hier aus dieser Bewegung heraus in Bedrängnis gekommen, erst dann mit dieser Abwärtsbewegung. Hier natürlich spätestens hier, weil das ist ja den 1, 2, 3 hoch. Hier haben wir dann die 1, die 2, die 3. Dann hätte man spätestens hier, wo andere Short gehen, nach dem Trick des Traders, nach Joey Ross, der Erste ist, der das nie schriftlich niedergeschrieben hat, diese Formation. Hier Short einstellt, geht man natürlich mit seiner Long-Position raus. Ich beobachte sie nur. Das hat andere Gründe auch noch. Dann sind wir eingestiegen in der Caterpillar.